Jo, da sind wir wieder bei Jessys Kampfschloss. Weiterhin im Trick-or-Treat-Turnier oder Halloween-Turnier oder wie auch immer man das nennen möchte. Direkt eigentlich schon fast im nächsten Kampf, gerade noch bei der Gegnersuche. Wir sehen wieder mal die Streifen, erinnert sich noch an die Pokémon-Streifen-Freiheit. Wir kämpfen gleich gegen Haiyu aus Brasilien. Hi. Hi. Ju. Moment. So, dann nehmen wir mal heute mit... Gantes kann gerne mitkommen, Zwirfens kann gerne mitkommen und Pumpkin kann mitkommen. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Oh, RCS hat Frostet hier. Ja. Ich glaube, es war ein R. RCS. Joa. Und die haben alle wahrscheinlich viel bessere Taktiken als ich für dieses Turnier. Weil ich habe einfach irgendwelche Geister-Pokémon genommen, die ich gerade da hatte und einfach zusammengewürfelt. Passt. Joa. Wollen ja nur ein bisschen Spaß haben. Frostlass. Yay! Das kann ziemlich nervig sein an der Spitze. Ja, vor allem wenn ich gerade einen Boden-Pokémon vorne habe. Ja. Mal gucken, ob ich eine Attacke überlebe. Ach, so eins ist das. Das könnte nervig werden. Ja. Nee. Da komme ich schon durch und dann verfehlt die Steinkante auch noch. War doch klar. Ja, irgendwie schon. Oh, Toxin hast du auch noch. Okay, dann noch ein Abgangsbund oder wie? Vielleicht. Mal sehen, jetzt triffst du wahrscheinlich selbst. Aber klar. Beschwör es doch nicht herauf. Aber es war doch schon so offensichtlich. Trotzdem. Gott, das ist gerade doch ein bisschen derpig. Oder besser gesagt Frankie. Und ein Schutzschild. Oh, ist das Ding nervig. Jetzt komme ich wahrscheinlich sogar durch. Nö. Autsch. Ob das Ding überhaupt noch eine Angriffsattacke hat? Ja, ganz ohne wäre irgendwie komisch, aber... So ein Spukball dürfte jetzt schon ausreichen. Du bist fehlgeschlagen. Wow, ich bin immer noch verwirrt. Er hat echt keine Lust, oder? Nee, mir ist er sowieso tot, weil jetzt trifft der Schutzschild wieder. Yep. Hast du jetzt noch einen Angriffsattack oder hast du sie nicht? Vorerst werden wir es nicht erfahren. Gut ausgestallt. Jetzt ist die Verwirrung weg. Bringt mir auch nichts mehr. Er hatte aber auch ein bisschen Glück. Ja. Zweimal Verwirrung selbst verletzt und einmal Steinkante miss. War auch nicht gerade das Beste. Nein. Lachsrauch hast du. Na gut. Dann das erhöht das dann auch die Chance, dass ich daneben geschlagen habe. Um 10% oder so, glaube ich. Naja. Nee. Wer benutzt denn sowas heute noch? Eher offensichtlich. Ja. Da gehen auch selbst die einfachsten Attacken einfach mal daneben. Sowas finde ich ganz eklig. Genau deswegen spiele ich für gewöhnlich mit Evasion Claws. Damit ich wenigstens weiß, mein Schattenstoß wird treffen. Ja. Und nicht wird einfach so daneben gehen. Ich hätte gedacht, das ist hier auch vorausgesetzt. Denk mal schon. Ich sag mal, jeder Spieler mit ein bisschen Ehre würde das wahrscheinlich so machen. Und nicht jetzt, seinen Fluchtwert noch ein bisschen erhöhen. Oder eigentlich senkt er meine Genauigkeit dadurch, aber trotzdem. Dieser Typ ist so nervig. Im Endeffekt haue ich mich ja hier selbst nur kaputt. Ja. Und weil ich einfach ziemlich viel Pech habe. Der will jetzt echt einfach nur die ganze Zeit seinen Schutzschild spammen. Ne, da jetzt nicht. Wow, und wenn er gerade nicht Schutzschild machen würde. Ach, Abgangspunkt hast du auch noch. Also keine Angriffsattacke. Ja. Wow. Die macht jetzt wahrscheinlich eh keinen Schutzschild. Wo war da jetzt der Sinn? Einfach nur mir die Attacke zu zeigen, oder wie? Ja. Hey, ich bin nicht mehr verwirrt. Hurra!
Der Gegner gefällt mir ganz und gar nicht. Nein, der kann bitte schnell wieder verschwinden. Hey, ich hab mal getroffen, oh mein Gott. Hat kaum was abgezogen. Ich meine, er könnte jetzt schon 5-mal besiegt sein, aber... Aber wenn ich mich ständig selbst treffe und so ein Quatsch, dann bringt das auch nichts. Na gut, ich sag mal nicht, es ist nicht in der Regel drin, dass man sowas nicht benutzen darf, aber... Klar. Ich finde, das ist irgendwo so ein bisschen... Spielerehre. Oder sowas in der Art. Lass mich raten, du willst mich verwirren, toxinieren und dann, Schutzschild all the way. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht, irgendetwas hat mir das gesagt, aber das lasse ich nicht mehr zu. Tastfluch. Ach, ich darf keinen Schattenstoß mehr machen. Das ist ja nett. Na, was hast du denn noch alles Schönes, was mir ins Gesicht schlagen möchte? Irgendwas, was auch Konfuschrei und Toxin beherrscht. Oh, bitte nicht! Hallo, Gorgeist. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich merke gerade, wieso habe ich überhaupt einen Steigerungshieb auf meinem Zwirfinst in einem Geisterturnier? Das war sehr intelligent, die Attacke da drauf zu behalten. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Irgendwie macht das keinen Sinn. Hatten wir nicht noch drüber geredet, ob wir Steinhagel oder Durchbruch nehmen sollten? Da war was, ja. Jetzt im Nachhinein hat das auch nicht so viel Sinn ergeben. Nee. Kann ich keinen Schadenstoß benutzen? Oh no. Können wir mit Steinhagel draufhauen, weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und in der nächsten Runde ist nochmal, ist mein Ding jetzt wieder frei. Mein Schattenstoß. Aber gut, dass wir den Steinhagel genommen haben. Ja. Das ist ein bisschen doof geworden. Erdbeben kann ich jetzt leider auch nicht benutzen, weil wäre ja nicht sehr effektiv. Joa. Yay, ich habe meinen Schattenstoß wieder. Die Frage ist jetzt, wer ist schneller? Ich nicht. Hätte mich auch überrascht bei diesem Kampf. Ja. Da, ich habe überlebt. Dingens sei Dank. Zufallswert sei Dank. Hey, ich habe wenigstens 2 Pokémon vor ihm weggeräumt mit Zwirfins. Ach, du hast noch einen Beulenhelm. Egal, ich habe 2 Pokémon vor ihm weggeräumt. Ich würde behaupten, du hättest alle 3 aus dem Weg räumen können. Wäre dieser ganze Quatsch am Anfang nicht gewesen. Ja. Wahrscheinlich. Je nachdem, was sein letztes noch gewesen wäre, aber wenn ich bedenke, dass 2 Pokémon alleine an diesem Frostet hier verschallt sind, weil sie nicht getroffen haben. Yep. Das war schon ein bisschen nervig. Nee, den Kampf möchte ich gerade nicht speichern. Ach, den kann man sich doch immer wieder angucken. Jo. Machen wir mal den nächsten Kampf. Wer, der kommt jetzt nochmal? Ich hoffe mal nicht, dass die 2 miteinander kommen können. Ein bisschen doof. Aber ich muss sagen, Zwirfins hat gut reingehauen. Mehr als ich erwartet hätte und hat auch gut ausgehalten eigentlich. Ich glaube, den nehme ich nochmal rein. So, aus Frankreich. Der ist sogar noch schlechter als ich. Finde ich gut. Wie hat er auch den Hajo gerade gehabt? Mit aber anderes böses Zeugs. Zubiris. Oh, da sind die Pokémon sehr schnell gewählt. So, mein lieber Blake. Was hast du denn Schönes? Komplett in Schwarz. Pass auf das T-Shirt. Ektoplasma. Schöner französischer Name dafür. Ja. So. Ja, bringe dich unter Druck. Hier bringt sogar mein Erdbeben nicht mal was. Stimmt. So. Kann Schattenstoß. Zack, 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 zack. Tut weh. Das ist ein Spukballein. Ich glaube, das könnte ich sogar überleben. Sogar relativ gut. Ja. Ich habe nämlich die Offensivweste auf Zwirfins drauf. Und er hat so schon einen ziemlich guten Angriff. Nicht gut, also eine ziemlich gute Spezialverteidigung und Verteidigung. Ja. Nicht so gut wie die von einem Zwirklub mit Evoliten, aber auch relativ gut. Und dafür hat er aber auch einen sehr schönen Angriff. Branett. Was? Ja. Branett heißt im Französischen Branett? Warum nicht, ne? Ja, ja. Ich fand Ektoplasma noch schlimmer gerade.
französische Namen und so. Will man mal nichts drüber sagen. So, was machst du? Irrlicht? Schattenstoß auch. Das könnte wehtun. Schade. Man darf nicht den hohen Angriff von dem Viech da vergessen. Wollen wir mal Pumpkin rausholen. Pumpkin auch eine ziemlich gute Verteidigung. Und der fliegt dann sowieso gleich raus, wenn er mich angreift. Stimmt. Und holt seinen Pumpkin raus. Hm. Und das Pumpkin bekommt dann erstmal einen Schattenstoß direkt ins Gesicht. So, und tschüss. Show me your Pumpkin. Was? Den Namen finde ich ziemlich aber cool. Banshee Trouillet. Oder Banshee Trou. Trouillet, ich glaube Trouillet eher. Das erste, was ich sehe, ist Shit in dem Namen. Jetzt, wo du es sagst, da steht wirklich Shit im Namen. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Bam, 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 Verbindung weg. Sehr gut. Ja. Na gut, das war aber trotzdem für den heutigen Part. Es war zwar jetzt ein etwas nerviger Kampf und ein etwas unterbrochener Kampf. Aber gut, ich denke mal, das hätte aber doch ganz gut laufen können. Ja. Das Barnett hätte, glaube ich, gegen Durengard nicht viel machen können und... Ja, wie es mit dem Bandit gelaufen worden wäre, weiß ich nicht. Es hätte knapp werden können. Aber gut, dann war es das von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.